Tatsächlich gibt es ja auch dann so die Art, dass man privat sich fast leichter lösen kann als vielleicht über Instagram. Dann trennt man sich von seinem Freund, Partner, aber auf Instagram bleibt man irgendwie noch so befreundet. Warum ist das so? Mir ist gerade aufgefallen, dass man auch dieses Wort stalken mittlerweile so lapidar benutzt. Ja, so, ich habe den gestalkt. Ja, ich stalk dich gerade. Ist eigentlich was ganz Schreckliches, jemanden zu stalken. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ich danke dir. Das ist gemein. Ein wunderschönes Städtchen. Ja, Melsungen. Also er wechselt aus Berlin nach Melsungen. Und jetzt ist Silvio ja nun mit Simone zusammen, mit Simone Tomalla. Und Simone Tomalla ist nun mal so ein richtiges Stadtpflänzchen. Also, guten Morgen, liebe Zuschauer, 8.31 Uhr. Ich bin immer noch völlig wirklich hin und weg von unserem Gast. Ja. Das ist so toll. Diese von unserem Gast oder von den Fleischbällchen? Von den Fleischbällchen. Von, beidem. Ich habe es mir hier schon mal gemütlich gemacht, hat ja etwas länger gedauert, jetzt doch sehr unerwartet. Boschi, sehr schön, dass du da bist. Bitte komm jetzt rein ins Studio. Du darfst jetzt zu uns kommen. Vorher geht es noch um schlechtes Essen und ein fehlendes Konzept. Und ja, sie stehen kurz vor der Pleite. Die Lage vom Restaurant Kaisers in Ludwigsburg wirkt aussichtslos und beschäftigt jetzt auch Sternekoch Frank Rosin. Für dich. Küsst eure Partner. Da kriegst du einen dicken, fetten Schmatzer. Partner. Hast du sehr gut gemacht. Ja. Du bist ja mein Partner. Ja, Moderationspartner. Partner in Crime, der Partner mit der kalten Schnauze bist du. Aber hier. Ja. Es ist natürlich völlig normal. Du musst das den Leuten nicht sagen, dass wir zwei keine Affäre haben. Wir haben keine Affäre. Was ist in Köln mit deinem Klapprad? Eindeutig, nein, ich fahre nicht mal Fahrrad. Schon oft mussten wir ja über dubiose Machenschaften von Schlüsseldienstfirmen und natürlich auch deren horrende Rechnungen berichten. Aber dieser aktuelle Fall, der stellt wirklich alles Bisherige in den Schatten. Sie werden zu viert sein. Ich bin dabei. Alina Merkel, nächstes Jahr mit im Matsch. Ich freue mich darauf, es zu kommentieren. Wie machen wir da? Na, weil wir dann so stacheln, wir Frauen. Wir sagen ja, jetzt dreh dich doch mal zur Seite, damit du nicht mehr so... Genau. Ungefähr so passiert das dann. Wie so Kartoffelsack. Ja, ne? Und also auch das ganze Bett bewegt sich. Und dann ist wieder Ruhe. Ja, Wasserbett, ne? Wasserbett und 150 Kilo Mann. Dann kann man so ein bisschen den Rücken streicheln und dann schläft er wieder ein. Ja? Nee, oder man klammert sich so hin ran, wie so ein Äffchen. Kommst du um deinen Mann ganz rum?